Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde und Sympathisanten der AfD, in meinem heutigen Wochenrückblick geht es um die vergangene Landtagswahl, die Verlängerung des Ausnahmezustands und weitere aktuelle politische Ereignisse. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Nachbesprechung der Landtagswahl. Weil das meiste dazu bereits gesagt ist, möchte ich mich dabei kurz fassen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU wurde noch am Tag vor der Wahl von den Umfrageinstituten vorausgesagt. Am Ende hat die CDU jedoch mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Das Ergebnis hat alle überrascht und viele fragten sich, wie es die CDU trotz ihrer katastrophalen Politik geschafft hat, ihr Wahlergebnis um 6,2 Prozentpunkte im Vergleich zur vorhergehenden Landtagswahl zu übertreffen. Das ist eigentlich nur dadurch zu erklären, dass die Kampagne aller übrigen Parteien gegen die AfD zu einer Mobilisierung für eine heruntergewirtschaftete CDU geführt haben. Speziell vor dem Hintergrund der kommenden Bundestagswahl wollten viele offenbar die AfD als stärkste politische Kraft verhindern. Diese Zuwächse bei der CDU galten vornehmlich Rainer Haseloff. Viele Wähler haben sich nach der Wahl entsprechend geäußert. Positiv ist jedenfalls, dass sich die AfD im Osten als Volkspartei etablieren konnte und wir gerade bei den 25- bis 59-Jährigen gepunktet haben. Für mich als Kreisvorsitzenden von MSH sind natürlich die Ergebnisse für unsere beiden Direktwahlkandidaten besonders interessant. Unser Kandidat Rainer Kretschmann in Eisleben hat bei der Direktwahl 28,6% der Erststimmen erreicht. Das sind 7% mehr, als die AfD bei den Erststimmen durchschnittlich im ganzen Land Sachsen-Anhalt bekommen hat. Bei den Zweitstimmen haben wir in diesem Wahlkreis 26,5% geholt, das heißt 5,7% mehr, als der Landesdurchschnitt der AfD ist, mit 20,8%. In Sangerhausen hat unser Direktkandidat Andreas Gehlmann bei den Erststimmen mit 26,9% sehr gut abgeschnitten gegenüber dem Durchschnitt von 21,8% in Sachsen-Anhalt und bei den Zweitstimmen mit 24,5% gegenüber 20,8% im ganzen Land ebenfalls gepunktet. Fazit: Die AfD ist als zweitstärkste Partei klar bestätigt worden und innerhalb der AfD liegen unsere zwei Direktwahlkreiskandidaten sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen weit über dem Landesdurchschnitt. Dafür bedanke ich mich vor allem bei unseren Wählerinnen und Wählern sowie allen, die unseren Wahlkampf aktiv unterstützt haben. Unsere Strategie ist aber auch in einem weiteren Punkt erfolgreich aufgegangen. Wir haben unseren Wahlkampf für die Direktkandidaten zur Landtagswahl von vornherein mit der Werbung für unsere Kandidatin zur Landratswahl verbunden. Sowohl auf den Kundgebungen in unserer Wahlkampfzeitung mit den Kandidatenflyern und bei 5 Autokursus, die wir in MSH durchgeführt haben. Im Ergebnis dieses systematischen Wahlkampfes wurden für Katharine Kaiser 22% der Stimmen als AfD-Kandidatin zur Landratswahl erreicht, gegenüber 33%, die der CDU-Mann erreicht hat. Da die Stichwahl jetzt am Sonntag stattfindet, wünsche ich unserer Kandidatin ein möglichst gutes Wahlergebnis, denn über kurz oder lang muss Sachsen-Anhalt blau werden. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und wir werden auch bei der anstehenden Bundestagswahl um ein bestmögliches Wahlergebnis kämpfen. Wobei ich in dem Abschneiden bei unserer vergangenen Landtagswahl eine sehr gute Voraussetzung sehe, um als Kandidat der AfD zur Bundestagswahl auch ein gutes Wahlergebnis erreichen zu können.